Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und wir sind hier mitten auf dem Mars immer noch und ja. Wir sollen hier anscheinend die Leute hinbegeben. Wenn ich das so richtig verstanden habe. So, da kommt die Cerberus-Verstärkung und ja. Mal gucken, was das so wird. Verstanden. Da kommen sie. Na, wunderbar. Ein Levelaufstieg. Wuhu. Oh, oh, shit. Oh, 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 oh. Oh, haben sie? Na, wunderbar. Lass allein tot. So. Ach komm. Ich geh näher ran. Sofort. Ja. Ja, ja. Ey. Briefschlitz. Nicht nur der einzige Schlitz. Also, oh Gott. Ja. So, oh doch, da war was. Aha, Cyberaktivierung. Steuerung aktivieren, meine ich. Ja, wunderbar. Oh, oh. Die kommen immer näher. Das ist nicht gut. Wieder mit Mausrad mache ich die Waffen, okay. Ja, ja. Wow. Wer kommt in Frieden? Wow. Hab ich aber. Sie liefern einen guten Kampf. Das bestätigt meine Theorie über den Wert der hier gelagerten Daten. Werde ich auch so behaupten. Echt für die paar Meter, anstatt dass man einfach über die Gitter geht? Nö. Achso. Was tippt der da genau? Was? Wow! Oh Gott, gar nicht gut. Hallo? Da haben wir nämlich gleich zwei. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Na was? Nee, 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 nee. Ja, nicht gut. Ach komm. So, Munition und dann drauf. Hey. Na. Na komm. Wow, da kommen noch mehr. Nein. Ich will unbedingt dieses Briefschlitz haben. Och komm, wirklich?
Wow, wow, wow. Na. Oh, was haben wir denn da? Eine medizinische Station. Aha. Höchst interessant. Ash. Shepard. Der Unbekannte? Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Sie vergeuden Zeit. Nein, sie sind wahnsinnig. Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren Sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara. Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard. Was? Die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt, wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Hey, weg da von der Konsole. Sofort. Sie hat die Daten. Na, wunderbar. Sie ist schneller, als sie aussieht. Ja, aber wir können doch auch hier. Bleiben. Wir dürfen sie nicht verlieren. Na, wunderbar. Wir brauchen noch eine andere Waffe. Gottes Willen, nein, 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 nein. Ach komm. Zu. Wow. Sie weg. Wie sie hin? Na, wunderbar. Da ist sie. Dranbleiben. Sie entkommt. Nein, 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 nein. Wir sorgen alles dafür, dass das nicht so sein wird. Vorsicht. Oh Gott. Dr. Eva. Ah, Gott.
Wir brauchen eine andere Waffe, ganz dringend, glaube ich. Hey! Daneben! Mist. James, hören Sie mich! Cerberus hat die Daten! Oh, shit. Funkspruch an die Normandie. Sie sollen sofort hier runterkommen. Bringt halt gar nichts, ne? Nein! Ich bin auch an ihrem Arsch dran. Oh, jetzt wurde ich gerade sogar aufgehalten von ihr. Nein! Verdammt! James! Normandy! Irgendwer! Erwischt! Befehle? Erledigen. Nein! Autsch. Was gescheitert? Ach Quatsch. Zielen und boom. Oh. Greifen Sie sich das Ding. Mitnehmen. Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit. Ash. Ashley. Ashley braucht medizinische Pflege. Wir müssen das Zollsystem verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Ash. Sehen Sie nach, was Sie und Edie von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Shepard, hören Sie mich? Commander. Edie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet.
Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hat er bereits runtergeladen. Edie und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Lieutenant Commander Williams wurde schwer verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Commander? Edie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Lieutenant Commander Williams? Ich habe alles für sie getan. Sie braucht rasch eine gute medizinische Versorgung. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass Sie nicht daran glauben. Ja, es ist schwer zu glauben. Sie haben nicht gesehen, was Sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe Sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Ashley und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie sie? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Das ist eine gute Idee. Das mache ich vielleicht. Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und können...
Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Und ich würde sagen, wir sind hier auf der Citadel. Sieht schön aus als je zuvor. Bis dahin. Und tschüss.